Norbert Schwarz zählt seine Schäfchen. Und das sind nicht wenige. In den verschiedenen Herden hat er insgesamt über 1700 Mutterschafe in seinem Besitz. Da muss man den Überblick behalten. Aber man muss ja kontrollieren. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man muss ja immer wieder kontrollieren, ob es stimmt. Wie man das Geld auch zählt in der Kasse am Abend. In der Kasse des Schäfers aus dem Breisgau stimmt es zumeist. Gemeinsam mit seinem Sohn Sebastian und ein paar Angestellten führt er einen Betrieb, der so groß ist, dass die Schafhaltung wirtschaftlich ist. Zumindest kann seine Familie davon leben. Seitdem es keine EU-Prämie mehr pro Tier gibt, sondern nur noch nach Fläche subventioniert wird, ist es besonders für Wanderschäfer mit kleineren Herden schwierig geworden, die kaum Land besitzen. Deshalb geht die Zahl der Schafe deutlich zurück in Baden-Württemberg um 30% in den letzten 10 Jahren. Dieter Bläs vom Regierungspräsidium in Freiburg ist deshalb besorgt. Die Schafhaltung und auch die Ziegen, die sind in der Lage, im Grunde unsere Steillagen am besten zu pflegen. Und die Schwarzwaldhöhen Südbadens bieten uns häufig die Chance, in das Rheintal blicken zu dürfen, nach rüber zu blicken in die Vogesen. Und wenn wir dort keine Freiflächen mehr haben, trägt es dazu bei, dass der touristische Wert unserer südbadischen Landschaft erheblich an Verlust leiden würde. Es ist Mitte Dezember, der erste Schnee ist im Schwarzwald gefallen. Die Zeit ist gekommen, in der es für die Schafe wieder auf die Wiesen in der Rheinebene geht. Mit der Wolle kann Norbert Schwarz kein Geld mehr verdienen. Die Erlöse aus den Fellen decken gerade einmal die Kosten für die Schuhe. Was Geld bringt, ist das Fleisch und die Prämien von der EU für die Offenhaltung der Landschaft. Im Schnitt bringt so ein Mutterschaf dem Schäfer knapp 40 Euro ein. Bei Betrieben mit vielen Tieren steigt dieser Wert auf über 70 Euro. Erst dann reicht das Ganze wirklich zum Leben. Um den Beruf interessanter zu machen, müssten die Erlöse steigen. Doch der Markt regelt die Preise und der Verbraucher greift eben lieber zum Tiefkühllamm von der anderen Seite des Erdballs. Wir werden es nicht schaffen, so viel Fördermittel zu gewähren, dass wir mit Neuseeland in Konkurrenz treten. Das heißt, letztendlich entscheidet der Verbraucher, ob er an der Ladentheke sagt, kommt dieses Schaffleisch aus der Region oder wo kommt es her, und dass es dann nachfragt. Mittlerweile ist es Frühling geworden am Hof von Norbert Schwarz in Freiburg-Kappel. Es ist die Zeit, in der die meisten Lämmer geboren werden, das Kapital des Schäfers. Der Arbeitstag beginnt wie immer früh am Morgen und endet sehr oft erst in der Nacht. Wochenende oder Urlaub sind Fremdworte. Man muss schon viel Idealismus mitbringen als Schäfer. Ja gut, lohnt sich das. Ich meine, in meinem Alter ist das eine andere Sache. Es gibt ja viele Sachen, die man macht, und man kann ja nicht immer fragen, lohnt sich das. Freilich gibt es lukrativere Geschäfte und Geld zu verdienen, aber man weiß nicht, wie sieht es in 20 Jahren aus. In diesem Sommer forderte der Landesschafzuchtverband und der Naturschutzbund NABU eine zusätzliche Weideprämie für Schafe in Höhe von 220 Euro je Hektar, ähnlich hoch, wie sie bei Kühen gezahlt wird. Doch dies ist mit EU-Recht wohl nicht vereinbar. Der Minister für ländlichen Raum, Alexander Bonde, will jedoch andere Förderprogramme mit weniger Bürokratie auf den Weg bringen. Ob die Trendwende bei der Schafhaltung so geschafft wird, ist mehr als fraglich. Der durchschnittliche Stundenlohn von 4,27 Euro und Arbeitszeiten von 15 Stunden am Tag schrecken die Smartphone-Generation vom Schäferdasein ab. Norbert Schwarz ist das egal. Im Hochsommer genießt er auf dem Feldberggipfel seinen Beruf, der gleichzeitig sein Leben ist. Das ist Alltag für mich. Ich bin jetzt 39 Jahre hier oben. Da gibt es da nämlich, freilich jeder Tag ist anders, ganz klar. Aber für mich ist das nichts Neues mehr in dem Sinne. Wie mit dem Wetter und mit allem, das ist man gewöhnt, wenn man so lange hier hochkommt. Der Schwarzwald ohne seine offenen Wiesen und Weiden, kaum vorstellbar. Aber wenn die Entwicklung bei der Schafzucht so weitergeht wie in den letzten Jahren, dann müssen sich die kommenden Generationen wohl damit abfinden, dass man irgendwann das Schaf vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.